Jungs und Mädels, ich weiß nicht, ob ihr es schon bemerkt habt. Es wird Winter. Das bedeutet nicht nur, dass eine auffällig hohe Anzahl an Mützen mit menschlichem Inhalt durch die Stadt bummelt, sondern auch, dass sich jeder unfähige Autofahrer schon bei der ersten Schneeflocke in die Hosen macht und sich nicht mehr traut, in den zweiten Gang zu schalten. Vor allem bedeutet das aber auch, es geht wieder ab in die Berge zum Ski- oder Snowboardfahren. Ich selbst bin ja auch ein begnadeter Snowboarder, der es aufgrund seines massiven Talents geschafft hat, sich auf einer fast ebenen Strecke einen Muskelriss und einen Knochenbruch zuzuziehen. Deshalb bleibe ich wohl besser bei den virtuellen Varianten. Und was könnte sich da besser eignen als M3 für die Xbox 360? Im Gegensatz zu SSX waren die beiden Vorgänger ja echte knallharte Simulationen. Im dritten Teil hat man den Simulationsgrad etwas zurückgeschraubt. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt irgendwelche unrealistischen Super-Duper-Tricks ausführen könnt. Amped ist immer noch verhältnismäßig auf dem Boden geblieben. Durch ein intuitiveres, einfacheres Spielsystem kommen jetzt aber auch Einsteiger besser zurecht. Wir machen hier jetzt mal einen kurzen Break und zeigen euch, wie bei M3 alles seinen Anfang nimmt. Zuallererst erstellt ihr euch einen Border. Hier könnt ihr quasi alles bestimmen, worauf ihr Bock habt. Wenn ihr wollt, dass euer Charakter leicht übergewichtig, dafür voll tätowiert ist, kein Thema. Könnt ihr alles haben. Danach geht es direkt ab zum Pistenmenü. Hier könnt ihr euch quasi an jedem Lift absetzen lassen, den der Berg für euch bereithält. Insgesamt gibt es 7 Berge, die allesamt ziemlich riesig sind. Im Pistenmenü seht ihr auch alle Events, die ihr bestehen müsst. Wie in den vorangegangenen Teilen gibt es wieder Stellen, an denen euch ein Fotograf ablichtet, wie er coole Tricks ausführt, oder eben diverse Rennen und Storypunkte. Jeder Storypunkt wird durch eine ziemlich abgefahrene Zwischensequenz eingeleitet. Hier merkt man deutlich, dass die Entwickler einen Heidenspaß bei der Geschichte hatten. Die Sequenzen sind echter Hammer. Pesos. Das sind ungefähr grob geschätzt $300. Also los, film ab! Schatz, ich hab dir dein Leibgericht gemacht, Chili Relenos. Schatz, hast du da nicht was vergessen? Wie soll ich denn meine Chili Relenos genießen können, ohne den modrigen Geschmack von... Cinco de Mayo? Oh, tut mir leid, Schatz, die ist alle. Bis auf den Wurm. Me gusta! Fast ausschließlich mit beinahe natürlichen Zutaten. Habt ihr euch dann für ein Event entschieden, müsst ihr einfach nur der Markierung auf der Piste folgen und schon kann es losgehen. Oftmals gilt es, Gegenstände einzusammeln, bestimmte Tricks zu vollführen oder in einer bestimmten Zeit eine möglichst hohe Punktzahl zu erzielen. Und egal an welchem Event ihr teilnehmt oder ob ihr einfach nur lässig die Piste herunterstrattelt, das Spielgefühl ist einfach unglaublich. Ihr spürt sofort, ob ihr in fluffigem Tiefschnee oder auf harten Eisflächen unterwegs seid. Die vereinfachte Steuerung kommt euch ebenfalls zugute. Das Spiel verzeiht euch einige Fehler, zum Beispiel wenn ihr einen Sprung nicht hundertprozentig landet. Auch das Grind- und Rail-System kommt euch entgegen. Ihr müsst einfach nur auf einen Baumstamm oder eine Rail zufahren und euch dann ein wenig um das Gleichgewicht kümmern. Den größten Pluspunkt beschert uns aber diesmal der Xbox 360 Controller. Dadurch, dass es jetzt endlich 4 statt nur 2 Schultertasten gibt, habt ihr zu jeder Zeit alles unter Kontrolle, ohne nervig umgreifen zu müssen. Zum Beispiel wurden die Flips auf die vorderen Schultertasten gelegt, während ihr mit den hinteren Schultertasten im Tiefschnee kafen könnt. Die restlichen Tasten sind mit Sprung und diversen Grabs beauftragt. Ihr müsst euch also nicht groß darum kümmern, wie ihr welchen Trick ausführen könnt, sondern habt das alles innerhalb kürzester Zeit verinnerlicht. Technisch gesehen ist M3 zwar kein Überbrett, die tolle Weitsicht und die smoothen Animationen sind aber schon eine Augenweide. Ihr seht sogar, wie euer Charakter realistisch mit den Beinen nachfedert, wenn ihr über einen kleinen Hügel fahrt. Seinen vollen Glanz entfaltet das Spiel aber erst in HD-Auflösung. Denn auf normalen PAL-Klotzen gehen viele kleine Details, wie die einzelnen Schneespuren anderer Fahrer, in der großen weißen Masse unter. Übrigens, wenn ihr mal keinen Bock haben solltet, immer mit dem Snowboard den Berg zu erkunden, dürft ihr euch noch verschiedene Schlitten dazu verdienen, mit denen ihr als Ein-Mann-Kamikaze-Kommando nach unten brettert. Zusätzlich gibt es noch einen Gleitdrachen, der sich perfekt zum Abhängen in der Luft eignet, oder ein Schneemobil, mit dem ihr euch bequem an die schönsten Plätze des Berges fahrt. Als Fazit bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass sich Snowboard-Fans das Teil auf keinen Fall entgehen lassen können. Aber auch alle anderen, die keine überzogene Schnee-Action wollen, sollten sich M3 zumindest mal näher anschauen. Hat man sich nämlich erstmal an das perfekte Spielgefühl gewöhnt, ist man nicht mehr so schnell vom Berg zu kriegen. Für mich ist das Spiel auf jeden Fall ein klarer Xbox 360 Kaufgrund. Neben den beiden Vorgängern und Transworld Snowboarding kann man einfach nicht schöner auf Konsole snowboarden.